NPCs. Joker. Vorrichtung aktivieren müssen wir die Tür öffnen können. Dann nutzen wir die Medaille. Super, hat anscheinend geklappt. Jetzt können wir weitermachen. Das ist noch ein wichtiger Ort führen. Gehen wir. Nein. Warum ist da unten nicht auch wieder ein Safe-Raum? Das ist ein Schutzraum in der Nähe. Ah, stark. Alles wäre dieser Ort sicher. Hausgebäudeanbau. Okay. Weil da muss ich jetzt zugeben, ich weiß natürlich jetzt, was abgeht. Aber war hier noch irgendwas? Nee. Hä? War der Joker? Es ist riesig hier, aber es gibt keine Wachen. Das kommt mir verdächtig vor. Aber der Schatz ist ein Stück weiter oben, oder? Wir haben keine Wahl, wir müssen weitergehen. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir auf alles gefasst sind. Was meinst du, Joker? Sollen wir weitergehen? Gehen wir. Oh nein, ich habe nicht gespeichert, ne? Oh oh. Ja. Ansturm? Aufgeladen. Benutzt Deckenwerte, ziehst du nicht durch den Schaden, sondern bist vorübergehend auch vor K.O. und Statuseffekten geschützt. Ausnutzen einer Schwachstelle, das soll es mit Deckung schützen. So, jetzt ist die Frage, Zio kann ich mit dem Ding einsetzen? Okay, gegen Eis ist er resistent. Wie schaut's mit Garu aus? Normal, Zio. Ist er resistent. Agi. Resistent. Ist gefasst. Was habe ich noch? Verteidigung eines Gegners. Warte mal, Garu war normaler Schaden, ne? Habe ich Garu eigentlich irgendwo? Mit dem. Beim Gegner Garu. Ich schaue auf Schlafen bei einem Gegner, Garu. Ich bin unsicher, dass wir den jetzt in der Runde wegkriegen, ne? Riskieren wir es mit dem Joker, der hat eh die meiste. Warte mal, das Skull ist trotzdem tot, ne? Oh, Glück gehabt. Ah, schön weggeknallt, Alter. Okay, so stark war das doch nicht. Ich weiß nicht mal, irgendeinen Gegner gab es mal, da habe ich verloren. Aber ich glaube, es ist gerade einfacher wie damals. Mir war nicht klar, dass die Biester so zäh sein können. Ja, es ist so, als würde er sich mächtig anstrengen, uns jetzt aufzuhalten. Joker, ich habe dir geholfen, ein paar Dinge zu lernen, aber es ist keine Zeit für weitere Lektionen. Du musst für den Kampf zusammen. Denk daran, sie dir später anzusehen. Mist, mehr von ihnen. Was sollen wir tun? Zurückgehen? Nein, der Schatz liegt definitiv vor uns und es muss einen Weg dorthin geben. Reinkommen können, halte die Augen offen. Das war knapp, gut gemacht, Joker. Richtig gute Arbeit mit dem Enderhaken. Alles erkunden, los, los. Ah, okay, weil das so einen Riss hat. Was ist denn hier? Achso, da geht's nochmal runter. Und was ist da? Das ist die Frage, gibt's hier einen Schutzraum? Bizarre Laterne. Beschädigtes Glas. Oh ja, so kommt die Money rein, Alter. Mit beschädigtem Glas und so Scheiß. Ja, ich dachte mir doch, hier muss doch irgendwas geben. Zinnverschluss. Na ja, okay. So komme ich da rum. Oh. Warte mal, kurz mal Skills einsetzen. Dia. Oh shit. Oh oh oh. Das war dumm. 5? Alter, jetzt sieht ja gar nichts ab. Warte mal, war das eine Schwäche? Nein, Feuer war Schwäche. Ich kann das Abklatschen gar nicht machen. Ja, jetzt habt ihr Pech gehabt, jetzt seid ihr umzingelt. Penner. Und 500 Kohle noch abgegriffen. Ah, fuck. Ist auf jeden Fall eine gute Levelrunde jetzt. Warte mal, ah, Übergabe. Schaden erhöht. War der stark? Waren die auch Zio? Nee. Doch, die waren auch Zio. Sehr gut, man kann es schön abbrechen, dann geht's gleich los. Los, das muss man anschauen. So, jetzt können wir das ein bisschen... das Verfolgungsding runterziehen. Ja, okay. Komm schon, ihr dämlichen Pferdchen. Nee, man kann es wirklich nicht abbrechen. Egal. Wie halt voll immer auf die Fresse fliegt. Achso, alle, die in der Nähe sind, verschwinden dann. Bis ich weggehe. Ich will die Kiste haben. Gegen was war denn hier nochmal schwach? Oh. So, schön auf die Krüge einschlagen. Ich frage mich bloß, wo er mir den Stuhl versteckt hat. Und was haben wir drin? Seelentropfen. Da hinten war nix. Hier kann man noch was mitnehmen. Warte mal, kommt der her? Hopp, Alter, dich nehme ich auch mit. Die war schwach gegen Feuer, ne? Warte mal, den brauchen wir wieder. Skull, auf geht's. Ich weiß, wir könnten auch um Gegenstände und Geld betteln, aber momentan brauche ich beides, Geld und Erfahrung. Bloß nur der eine. So, dann haben wir den auch. Warte mal, ich hab doch... Den hab ich. Was soll das eigentlich sein, Kelby? Das sieht aus wie ein zerfleischtes Pferdchen. Ist aber, glaube ich, so, ne? Halbe Pferdehälfte. Eine halbe Pferdehälfte. Ja, genau. Jetzt, wenn wir in den Raum gehen, ist es dann weg. Scheiße. Komm, wir gehen mal weiter. Warte mal. Komm ich das so gar nicht mehr nach? Ja gut, dann gehen wir halt so nach. Und bloß schauen, dass wir beim nächsten Ort, Speicherort, Pause machen. Hm? Was zur Hölle ist das? Das gefunden. Schauen wir es uns an, Joker. Aber erst nachdem wir uns das da angeschaut haben. Kiste! Okay, wir müssen jetzt dann im nächsten Ding auf jeden Fall waschen gehen. Geht er links? Geht er wieder rechts? Ja, damit. Komm her, Boy. Ach, hier schon wieder. Und weg mit dem Pferdchen. Ach, das Spiel ist einfach so stylisch und mit der Musik und alles. Oh. Und wir sind jetzt endlich aufgestiegen, sehr gut. Hm. Oh nix. Sehr geil. Pokémon. Auf der Tür wachsen auch Pflanzen. Hä? Es wäre ja lang niemand drin gewesen. Sollen wir uns das mal genauer ansehen? Ist diesen Griff da oben am Bogen? Vielleicht kommst du drüber, wenn du den Enderhaken einsetzt. Das ist doch neu. Scheiße, was ist das? Das ist neu. Mona macht keinen Scheiß, wir haben immer volle Magie. Hä? Willensamen? Ich versuch's trotzdem. Schaut aus wie eine Kartoffel. Oh, das ist doch alt. Fuck. Roter Wolluszahn. Wir sollten los. Ach, Morgana. Bin ich geheilt? Ein Palast, an dem die Kognition des Palastherrn sehr konzentriert ist. Die Kognition an diesen Orten verzerrt ist, erscheinen sogenannte Willensamen. In jedem Palast gibt es 3 Willenssamen. Wenn du einen findest, regenerierst du etwas SP. Öffne mit R1 die Karte, um die gefundenen Willenssamen zu sehen. Ich glaube nicht, dass das im Alten dabei war. Scheiße, es ist zu lange her, Mann. Vor allem, wir haben jetzt auch wieder SP zurückbekommen, aber scheinbar nicht viel. Scheiße, ohne Speichern gehe ich nicht zu dem Nunder. Ich hab jedes Mal Schiss, dass ich auf die Fresse kriege. Was sind wir denn jetzt schon wieder? Oha. Oh, das entspricht der Karte. Dann muss das der Turm sein, den wir suchen. Dann ist der Schatz da oben. Verdammt, wir haben es geschafft. Also, wo ist der Eingang? Oh, nicht schon wieder. Ist ja keine Überraschung, dass der so stark gesichert ist. Aber was, wie heißt es so schön, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Gehen wir Joker. Hä? Oh oh, sieht er mich? Ah. Scheiße, wo komme ich jetzt hin? Nee, das kenne ich doch. Der Haken hat es vorher schon gegeben. herunterspringen. Alter, ich bin total unsicher. Das ist genauso. Halsband mit Schloss. Ich kann die zerstören, obwohl da nichts drin ist. Die Verzeihung war stärker. Der Schatz muss ganz in der Nähe sein. Ja, aber ich könnte mal so einen Raum brauchen. Ein Mechanismus geben, mit dem wir die Gitter dieser Tür bewegen können. Ah, da hinten geht's weiter. Alter, ja genau, an das erinnere ich mich. Überall sind... Ja, ihr seht's ja. Und die Ärsche sind wie Herzen geformt, sehe ich gerade. Hä, was ist das? Was zur Hölle, ist das eine Falle? Könnte ein verborgener Raum sein. Schauen wir uns an, Joker. Der hin. Oh, oh. Ey, wo sind wir? Stumpfes Schwert. Oh, nix. Hm? Geht's nochmal weiter runter. Ach, das ist so eine... verschiedene Etagen, oder? Es ist trotzdem merkwürdig, dass wir in einer Sackgasse gelandet sind. Nein, sind wir nicht. Ah. Hm, das kenne ich doch. Das ist die Eingangshalle. Hast du dir etwas schon vergessen? War nicht klar, dass wir hier landen würden. Seht mal, hier waren doch immer jede Menge Soldaten, aber jetzt sehe ich keine mehr. Hä, war das zu? Hab ich keinen mitbekommen. Hier konnten wir doch speichern, oder? Nee. Wo war denn der Raum? War der da hinten? Stimmt, wir haben das alles gar nicht mehr gesehen, ne? Warte mal, da geht's da lang, da geht's durch die Küche. Stimmt, der Raum war da hinten. Fuck. Ja, ich könnte ja auch so rausgehen. Da lang. Aber wir können auch mal im Thron... Was ist da hinten? Ach, das ist einfach nur eine Fackel. Nee, da geht's zum Ding runter. Ah, unterirdisches Gefängnis. Ah. Lebenstein. War da oben noch irgendwas? Ah. Ah, da hinten war der Speicherraum. Wo geht's da hin? Nirgends. So, jetzt aber. Jetzt können wir hier speichern. So. Jetzt bedanke ich mich aber bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Persona 5 Royal. Macht's gut und Servus.